Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich bin hier im Personal Training gerade mit Jesse. Hi. Okay. Wir zeigen euch heute mal einfach mal. Also wir wollten eigentlich gar nicht aufnehmen, aber ganz spontan. Weil du machst auch Facebook. Genau, Facebook, YouTube, Instagram. Ich kann dich ja hier unten einblenden. Klar, gerne. Ja, ich mache ja, also ist gar kein Problem. Ich mache es gerne. Du bist ein guter Typ. Das weiß ich jetzt schon. Du hast Erfahrung mit deinen 18 Jahren. Trainierst seit 2,5 Jahren, ne? Genau. Ja, finde ich echt schon gut. Gutes Gewicht auch dafür. Wir zeigen euch einfach mal ein bisschen ein paar Kniebeugen erstmal, dann Kreuzheben, weil hier ist gerade so schön leer, das passt. Haben schon Beinstrecker, Beinbeuger zum Aufwärmen leicht gemacht, die Hüfte etwas aufgewärmt. Ja. Und jetzt, genau, und jetzt geht's los. Und das Gewicht sieht doch schon mal gut aus. Das wären dann 25. Schauen wir uns das mal an. Parallel, Tiefe passt, Explosivität passt. Komm! Oh, sieht sehr gut aus. So muss das Beintraining aussehen. Und war anstrengend. Anstrengend. Ja. Aber das sieht man auch. Gutes Gewicht. Ja, hat man auch an deinem Gesicht gesehen, dass es anstrengend war. Aber so muss das aussehen. Ja, Beintraining muss auch hammerhart durchgezogen werden. Ja, wir haben eben schon gesagt, es ist auch wichtig, den Rumpf anzuspannen und mit der Pressatmung zu arbeiten, bei einem gewissen Gewicht, damit man nicht hier unten so schwammig wird, weil dann kann was Gefährliches passieren. Es geht so schnell schneller, als man denkt. Ja, echt, Konzentration muss immer sein. Und ich hatte eben weniger Gewicht. Ich versuche das einfach mal auch. Schaffst du? Schafft er? Easy. Schwerstes Gewicht bisher seit meiner Verletzung. Du hast mich gepusht. schaffst du, sicher. So, 5x5. Das ist jetzt schon der dritte Satz. Gute Tiefe am Start. Komm, Oskar. Komm. Schön tief. Schön explosiv. Sehr schön. Kreuzheben 5x5, ein bisschen mehr geht noch, ja, nach dem schweren Kniebeugen, die Kraft im unteren Rücken ist schon weg, aber man muss durch. Ich habe eben gesagt, also sehr, sehr gute Form, Kniebeugen hatte ich gar nicht zu meckern, vor allem weil du barfuß bist, also ich könnte das nicht wegen dem Buttwing, also ich habe da schon die Squat-Schuhe da und Kreuzheben. Habe ich auch gesagt, nahezu perfekt, nur der Kopf ist überstreckt. Ja. Aber du meinst, wenn du dich darauf konzentrierst, dann werde ich irgendwie abgelenkt. Ja. Wenn ich auf den Kopf fixiere, dann vergesse ich, meinen Bauch anzuspannen oder was auch immer. Ja. Aber ich denke mal, das ist nicht so ein gravierender Fehler, weil das machen auch erfahrene Leute, die dann den Kopf überstrecken. Das ist, sag ich mal, jetzt nicht so schlimm wie. Also Rumpfstabilität ist wichtig. Ja, sehe ich auch so. Ja. Aber es muss auch sein. Ja, bei mir ist es so, ich spüre eine Kleinigkeit im Rücken, ich will es nicht wieder riskieren. Deswegen mache ich nicht ganz so viel Gewicht heute. Also wir nehmen mal ein bisschen was runter. So, jetzt kommt ein lockerer Satz von Oskar. Mit 100 Kilo. Sumo-Kreuzheben. Easy.
haut er die Reps raus. Easy oder ja, easy? Das ging. Fällt wieder wie so ein kleines Kind hinten. Der Kleine nach hinten. Der Kleinste ist hinten, ja. Was geht, Leute? Ich habe eben geguckt, ich habe meine Speicherkarte vergessen. Das heißt, wir nehmen hier mit dem iPhone auf. Ich hoffe, die Qualität in Ordnung ist. Ich bin hier wieder zu Besuch bei Lisa und Phil. Was geht ab? Hey. Wie geht's euch? Sehr gut. Ja, gut. Ich habe richtig Bock aufs Training. Ja, auf jeden Fall. Dazu bin ich ja hier. Wir machen heute ein Pull-Training. Danach gehen wir essen. Das Ganze wird natürlich gevloggt. Und Lisa, du bist ja am Aufbau, ne? Ja. Kleines Interview. Siehst du gleich in der Gym, sieht man eigentlich schon, ja. Sagst du in der Gym? In dem Gym, in das Gym? Ich sag im Gym. Im Gym, sieht man gleich im Gym. Ja, ist aber egal, ist ja eh kein deutsches Wort. Nee. Hast du dann zugenommen? Oder ja, wie? Also safe jetzt 3-4 Kilo ungefähr, schwankt immer. Aber nicht seit letztem Mal, oder? Doch. Wann haben wir uns denn gesehen? Vor, wie lange ist das her? Ein Monat. Oder zwei, ne? Nee. Das ist schon, hä? Also seit wir haben vor 2-3 Monaten angefangen zu trainieren. Mhm. Und seitdem hat sie, glaube ich, 5 Kilo ungefähr insgesamt aufgebaut. Also 3 mindestens, also 3 safe, die sind nicht mehr weg, aber 1-2 Kilo sind immer so am Schwanken. Und hast du Körperfett geguckt? Ich weiß gar keinen. Also kein Körperfett zugenommen? Also habe ich nicht gemessen, aber man sieht's nicht. Achso, ja, das ist das Wichtigste, die Optik. Also wenn du siehst, ja, du hast keinen. Also du bist nicht eben halt dicker geworden durch das Fett. Nee, also das aber du hast zugenommen, dann kann es ja nur Muskelmasse sein. Und das ist sehr positiv und als Frau auch extrem gut. 4-5 Kilo ist schon heftig. Also du nimmst den Ferox? Ja, ich habe mir den mal gegönnt. Gönn dir. Und du, Lisa? Ich nehme den auch gleich, aber wir haben nur einen Shaker, deswegen müssen wir warten. Ja, ich nehme nur 2 Scoops heute mal. Nur? Du bist ein Busser-Freak, oder? Ja, ab und zu. Okay. Ab und so vorm Schlafen gehen. Nein, aber. 2-3 Mal am Tag. Ja. Vor der Schule. Aber welcher ist denn das? So eine Version, sag mal. Impede. Hä? Bei mir stand das nicht. Aber ich wüsste jetzt nicht. Es gibt normal Ferox, glaube ich, und dann. Impede und es gibt noch irgendeinen. Ah, das ist nicht der, den ich hab. Weil bei mir war Johann Bienen drin. We'll be right back.
geht ab, Fitnessfreunde. Ich hoffe, das Trainingsvideo hat euch gefallen. Wir sind hier jetzt beim All You Can Eat. Vielleicht kennt ihr das schon vom anderen Video. Es ist hier einfach nur mega. Und wir haben uns schon mal die erste Portion geholt. Ich werde das jetzt einfach mal nicht erwähnen, weil es gibt hier so viele verschiedene Sachen, Lebensmittel. Ich zeige das einfach mal nur. Und dann werde ich einfach mal einen kleinen Zusammenschnitt machen. Ich hatte so Bock auf Sushi, vorweg einen kleinen Salat, grüner Tee und wünsche euch guten Appetit. Danke dir. Danke. Jetzt ein paar Cheese, das sind gebackene Sachen. Ich will nicht beim Essen. Oh, meins sieht hier richtig an wie so ein Designer-Menü. Richtig in der Mitte, so schön kompakt. Großer Teller, wenig Essen, kennst du? Ja. In den heftigen Restaurants gibt es immer so einen riesen Teller und einen Salatblatt. Ja. Und du zahlst irgendwie 50 Euro oder so für ja. Nichts. Tut mir leid, Fitnessfreunde. Nee, kleiner Cheat-Teller muss sein. Das wird aber jetzt eh nicht vom Körper aufgenommen, weil ich eben schon alle Nährstoffe abgedeckt habe und der Körper ja nichts mehr braucht. Deswegen schaltet er es direkt aus. Hofft er? Genau, hoffe ich. Ist meine Ausrede. Ich bin doch der mit den Haaren. Ja, wo sind da? Meine Haare. So, jetzt müssen wir irgendwie das schaffen zu filmen und gleichzeitig musst du mir den Weg sagen. Okay. Schaffst du das? Ja, du kannst jetzt auch rechts fahren. Okay. Wie war das Essen? Oh, so geil. Ja. Nee, nicht hier rechts gleich. Hier darf ich nicht mal rechts. Nein, die nächste. Da fängt's schon an, ey. Aber hier. Ja. Okay, ja. Eigentlich darf ich nicht rechts. Das ist kein Bus eigentlich. Egal, ich bin Bus. Taxi. Uns fährt einer hinterher. Polizei. Wahrscheinlich. Sag es meine Schuld, ich bin scheiß Navi. Ja, aber Essen war wie immer gut da. Was heißt wie immer? Ich war erst zum zweiten Mal dort, aber hat mich wieder mal überzeugt. War richtig geil. Und was soll mit dir eigentlich los, Phil? Ja, ich wieder in der Ecke. Ich hatte, glaube ich, weiß nicht, ein bisschen... So viel Booster? Kann sein. Also mir war irgendwie ein bisschen... Ich hatte so Bauchschmerzen und alles beim Essen. Konnte nicht so viel essen und ja, passiert. Aber jetzt geht's dir wieder gut, oder? Ja. Okay. Du musst von unserem Booster Scheiß erzählen, ey. Wieso? Was denn? Deine Handschuhe und mein roter Kopf. Ja, wir sind so ein bisschen gut warm. Irgendwie, wir dachten so, dass die so allergisch reagiert haben auf den Booster. Aber weiß nicht wieso. War aber nur am Anfang so, ein bisschen rote Hautstellen hatte Minuten hier. So. Ja. Und dann war wieder alles gut. 10 Minuten extrem Hitze und voll den roten Kopf gehabt. Sah aus wie Sonnenbrand bei mir. Ja. Ich habe schon zu viel gesagt, der muss ja ein bisschen runterfahren mit den Boostern. Mhm. Ich hatte das ja auch durch. Sonst steigert man sich da irgendwie zu sehr rein und immer mehr Koffein und immer mehr Scoops und alles. Ist irgendwann nicht mehr so gesund. Ja. Bei dir war halt alles bei. Was? Okay. Von. Ja. Von geflasht genau. Bis müde bis. Motiviert. Ja, das Training war aber auch krass eigentlich. War schon richtig gut. Ja. Das ist das Wichtigste. Okay, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ach ja, schöne Grüße an Rick, der vorhin vorbeigekommen ist und sich sehr gefreut hat. Und wir haben uns auch natürlich gefreut. Das war es dann auch, wie gesagt. Die letzten Sätze schaffst du noch. Mein Arm wird schwach. Also Leute, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Peace.